Hey Esmi, lange nicht gesehen. Ja, war ja auch erst gestern. Und dann immer hier vor Jacks Bar. Ja, ich hole gleich meinen Mann ab. Wenn der wieder zu viel gesoffen hat, findet er nicht nach Hause. Was für ein Zufall. Ist bei mir genau dasselbe. Wie war eigentlich das Vorstellungsgespräch bei dem Graf als neue Haushälterin? Die Stelle habe ich nicht bekommen. War ich aber auch selbst schuld. Wieso das denn? Zuerst musste ich meine Hände zeigen. Die waren in Ordnung. Meine Füße auch. Aber als er sagte, ich solle meine Referenzen rausholen, muss ich wohl was falsch verstanden haben. Dein Ernst? Oh je. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist Lasagne ohne Rind. Sehr, sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass du so poetisch veranlagt bist. Aber sag mal, was ist denn heute Abend hier los? Nichts. Das ist ja das Problem. Schräg gegenüber hat ein neuer Puff aufgemacht mit Nutten im Sonderangebot. Die gehen erst alle ficken und dann kommen die später zu mir. Na, hoffentlich nicht. Wieso? Na, wegen kommen. Verfickter Witzbold. Na, wer hat denn mit Puff und Ficken angefangen? Ach, Luzi, soll ich dir über meine erste Fahrt mit dem Wagen erzählen oder willst du es morgen in der Zeitung lesen? Bitte was? Alles gut, war nur ein Scherz. Mit deinem Wagen ist alles in Ordnung. Ein paar Kratzer im Lock. Aber soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Wenn ich irgendwann wieder heiraten sollte, schicke ich erstmal meine Schwiegermutter für mindestens 5 Jahre in den Urlaub. Prima Idee. Willst du dann nicht vielleicht meine Tochter heiraten? Du alter Schlingel, dann wäre mein Bruder ja auch automatisch mein Schwiegervater und meine Frau auch gleichzeitig meine Nichte. Du Ficker. Stimmt. Und deine Schwägerin wäre dann gleichzeitig deine Schwiegermutter. Klingt lustig, aber auch schon ein wenig pervers, oder? Ich habe immer gedacht, sowas würde dir gefallen. Ein bisschen pervers ist ja okay, aber das wäre selbst mir zu viel. Aber vielleicht solltest du doch nicht nochmal heiraten. Ich zum Beispiel mache mir immer nur Sorgen um meine Frau. Oh, was hat sie denn? Mein Auto. Ich merke schon, unser Niveau kann nicht noch weiter sinken, oder? Da muss ich den Pegel wieder auffüllen. Wie ist das eigentlich bei euch zu Hause, Familie? Alles organisiert, wenn ich mal so rein aus Neugier fragen darf? Das kann ich dir sagen. Meine Familie ist wie ein Staat organisiert. Meine Frau ist der Finanzminister, meine Tochter der Außenminister und meine Schwiegermutter ist der Kriegsminister. So. Und was bist du? Ach, weißt du, ich bin bloß das Volk, das wie immer alles bezahlen muss. Du armes, fettes Schwein. Aber soll ich dir erzählen, was mir letzte Woche Blödes passiert ist? Klar, erzähl. Letzte Woche, Donnerstagabend, kam ein Fremder hierhin, ging zu mir an die Bar und bestellte 1 Liter Bier. Habe ihm da den Bierstiefel voll gemacht. Nochmal ein bisschen oben drauf gewichst. Macht doch jeder. Als er diesen ein wenig später leer getrunken hatte und bezahlen wollte, verlangte ich von ihm 2,60 €. Der Mann zählte 26 Zehn-Cent-Münzen ab und schmiss mir diese hinter die Theke. Da dachte ich mich nur, die Wichse im Bier war gut. Dann ging er und ließ mich wütend zurück. Hat ganz schön lang gedauert, das ganze Kleingeld aufzusammeln. Einen Abend später kam der Fremde wieder hierhin, bestellte wieder einen Bierstiefel, trank ihn leer und merkte nicht, dass ich schon wieder reingewichst habe. Danach wollte er wieder zahlen. Ich verlangte wieder 2,60 € von ihm. Und plötzlich legte er mir einen 5-Euro-Schein auf den Tresen. Da sagte ich, rechnend zu ihm, jetzt hab ich dich, du kleiner Ficker. Ich zählte 24 Zehn-Cent-Münzen ab und schmiss sie dem Fremden entgegen. Das Restgeld verteilte sich hier überall auf dem Fußboden.
Der Mann überlegte kurz, legte dann 20 Cent auf den Tresen und sagte zu mir, noch ein Bier. Was für eine krasse Geschichte. Da wäre ich gerne bei gewesen. Luzi, musst du eigentlich immer so lange in der Bar bleiben? Nee, das mache ich freiwillig. Ach, Lindy, wusstest du eigentlich, was der Unterschied zwischen einer Kneipe und einer Klitoris ist? Eine Kneipe findet ein Mann sofort. Oh ja, der war mies. Ich glaube, ich bringe schon mal meine Flaschen in Sicherheit, denn gleich klatscht dir einer auf den Boden. Jetzt kommt einer der schlimmsten Texte. Letzte Woche, Donnerstagabend. Moment. Bei seiner Mutter im Arsch. Fand man eine Feder. Oh, was macht sie denn da? Letzte Woche, Donnerstagabend. Fand man auch in deinem Arsch eine Feder. Letzte Woche, Donnerstagabend. Hat die meinen Schwanz gelutscht? Schiebte ich diesem fetten Walross da einen Finger in den Arm und drehte ihn und danach durfte er ihn ablecken. Federn und Finger, ne? FUF. So. Letzte Woche, Donnerstagabend. Fickte ich dich ins Arschloch. Ja, mit einer ausgeweiteten Birne des Papstes. Ja, da kam die Birne des Papstes und da kam die Faust. Letzte Woche Donnerstagabend kam ein Fremder hierhin. Das ist nicht witzig, das ist der längste Text. Jetzt hör doch mal auf. Boah, ihr Schweine. Aber was, vielleicht kommt noch ein längerer Text. Nein, Spaß. Letzte Woche Donnerstagabend kam ein Fremder hierhin, ging zu mir an die Bar und fickte dieses fette Schwein ins Arschloch. Letzte Woche, Donnerstagabend, kam mein Fremder. Ich hab mir gerade was gelesen. Wir haben gerade ein Lachflash. Pimmellutscher. Pimmellutscher. Ja, die kannst du gleich lutschen, wenn es hier so weitergeht. Ja, schreibt einen, die hat einen Pimmellutscher zu Hause, der nach Sex on the Beach schmeckt. Tut mir leid.